Schön, dass du wieder zu einer neuen Folge hier in Minecraft eingeschaltet hast. Und heute geht's ran an ein Thema, was ja sowieso bald legal sein wird, und zwar Wheat. Oder gesagt Gras. Und wir bauen heute unseren ersten Grasland in Minecraft. Unsere erste Filiale wird jetzt hier eröffnet. Und wie man sich sowas ganz einfach hier bauen kann, zeige ich dir. Fangen wir gleich mal an. Mein Laden platziere ich mir gleich vorne an meiner Straße. Ich nehme jetzt erstmal ein bisschen Quarz zur Hand, ziehe mir hier gleich mal eine Säule hoch von 5 Blöcke und dann gehen wir mal nach hinten weg. Dann nehmen wir mal weißen Beton und setzen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Blöcke einmal dazwischen. Kommen wieder unsere Quarzblöcke wieder auf 5 Blöcke einmal hochziehen. Jetzt gehen wir zur Breite einmal, so zur Seite weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Blöcke einmal hin. So, wieder 5-mal unseren Quarz hingesetzt und wieder einmal nach vorne. Da gucken wir einfach zur anderen Seite, wunderbar. Und setzen auch hier wieder unsere Blöcke einmal hoch. So, auf der Vorderseite ziehen wir mal nichts rein, sondern da schlagen wir mal den Boden hier weg. Setzen da mal ein bisschen weißen Beton einmal rein. Und wenn wir da gerade sind, können wir die Seiten einfach mal auf 4 Blöcke insgesamt hochziehen. So, dass wir zum Schluss noch eine Reihe hier Platz haben und hier dann diese 4 Blöcke haben. Bei der letzten Reihe setzen wir einfach mal ungiebig Quarztreppen hin. Das ziehen wir hier einmal ringsrum. Auf der Vorderseite könnt ihr die letzte Blockreihe einmal mit Quarzblöcken hier zuziehen. Darunter setzt ihr eine weiße Betonreihe. Und unter dieser weißen Betonreihe könnt ihr einmal Glasscheiben einsetzen. Die zieht ihr ja immer hier so komplett einmal rein. Den Laden wollen wir natürlich auch eröffnen. Das heißt, wir schlagen mal die Mitte frei und dann könnt ihr entscheiden, soll die Tür nach außen oder nach innen aufgehen. Tobt euch da aus, wie ihr wollt. Nehmt noch ein bisschen Zaun als Griff und dann könnt ihr euch das halt hier aussuchen. So, darüber wollen wir natürlich einmal unser Schild basteln. Da platziere ich mir an den Seiten ein bisschen schwarzen Beton. In der Mitte mache ich mir meinen grünen Beton einmal rein. Danach würde ich mal sagen, können wir erstmal den Boden hier einmal austauschen. Denn Grasboden möchte ich nicht als Boden haben, sondern das soll ja unser Produkt im Laden werden. Das heißt, wir schlagen hier mal ein bisschen was weg. Wenn wir den Boden ausgetauscht haben, geht es jetzt daran, dass wir auch einmal das Dach uns einmal bauen. Sucht dabei einmal die Mitte auf der Vorder- und Rückseite. Ups, natürlich nicht mit weißem Beton setzen wir das hin, sondern einfach hier mit Quarzblöcken. So, einmal schön die Mitte gezogen. Dann suchen wir hier auch nochmal die Mitte. An der Seite haben wir eine Zweiermitte. Das heißt, dann setzt sie da neben einfach mal einen Block hin und zieht davon nochmal eine Strebe einmal zur Seite weg und dann haben wir hier 3 Stück. Wenn wir das soweit geschafft haben, nehmen wir einmal unsere Glasblöcke, am besten das gleiche, was wir vorne bei unseren Fenstern genommen haben, und zieht ihr das Ganze einmal rein. Wenn ihr das geschafft habt, geht es jetzt ran, dass wir auch das Schild vorne uns machen. Dafür müssen wir natürlich wieder mit Banners arbeiten und wie man natürlich Buchstaben auf Banners macht, verlinke ich dir einmal. Denn ganz einfach kannst du dir das ganze Alphabet und jeden Buchstaben oder auch Sonderzeichen mit diesen Videos hier basteln. Also guck einfach mal in die Infobox. So, ansonsten, wir schreiben natürlich wie drauf mit einem Ausrufezeichen, ist ganz klar. Und an der Seite machen wir noch ein bisschen Deko ran. Ich finde einfach für so ein Schild passt ganz gut, wenn wir da Ranken für nehmen. Ist so das einzige Minecraft, was ich so dachte, was auf so ein Schild super aussieht. So, jetzt wollen wir natürlich den Laden innen drin auch noch gestalten. Das ist gar nicht so schwer. Ich werde mir einfach so ein paar Tische hinbauen. Dafür nehme ich mir irgendwelche Blöcke. Da kommt wieder darauf an, welche Farbe ihr mögt. Platziert ihr euch einfach im Raum so ein bisschen. Ja, einfach hier so zack, zack, zack ein bisschen hinsetzen. Mit Kasse könnt ihr euch natürlich auch nochmal machen. Sucht euch da einfach so einen Punkt aus im Raum, wo ihr meint, da würde das ganz gut aussehen. Und dann habt ihr das schon. So, jetzt kommen wir natürlich noch ein bisschen zur Deko. Über der Kasse finde ich so ein Bücherregal ganz gut, wo man die Bücher sich selber rein platzieren kann. Und danach müssten wir das Ganze nur noch ein bisschen gestalten mit ein paar Blümchen und sowas. Und dann erkennt man diesen Laden auch wirklich gar nicht mehr wieder, wenn ihr euch das hier so ein bisschen gestaltet habt. Ich meine Kasse zum Beispiel, ne? Da steht natürlich auch Kasse drauf, dass das jeder erkennt. Darüber unser Regal, vielleicht gibt es da irgendwelche
Zutaten noch, die man dann nur an der Kasse kaufen kann. Dann müssen wir die aus dem Regal nehmen. Ansonsten, wir haben hier viele Töpfe mit natürlich zig verschiedenen dutzenden Arten von Geschmäckern und alles Mögliche. Da kann man sich natürlich ein bisschen austoben. Das Schöne ist auch, wir haben hängende Schilder in Minecraft. Das heißt, ihr könnt auch hier irgendwelche Sonderaktionen reinschreiben. Zum Beispiel alles Bio oder erntefrisch. Es ist, sag ich mal, natürlich erntefrisch, ganz klar. Oder 5% Rabatt. Ihr könnt natürlich auch noch höhere Rabatte machen für eure Freunde, wenn ihr wollt. Aber ich meine, ihr seid Geschäftsleute, ihr wisst schon, was ihr macht. Das war's dann wieder heute für diese Folge. Ein kleiner süßer Laden ist wieder in unserer Stadt aufgetaucht. Und ich meine, da können wir uns wirklich mal zurücklehnen und entspannen. Und wenn du noch weiter entspannen willst, dann abonniere gleich den Kanal. Dann wirst du auch in Zukunft nichts mehr verpassen. Und dann war's das wieder für heute. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Bleib gesund und haut's rein.